Skifahren. Es gibt alle Ausrüstung zum Skifahren und sogar auch Sesselluft. Das ist, was gibt es in Marokko? Ich heiße, wir sagen Berber. Und die Araber kamen erst, wann? Die Araber sind hier gekommen um 682. Weil in den islamischen Ländern haben wir zwei Kalender. Ob in Ägypten oder Algerien oder so, haben wir christlichen Kalender und haben wir mundliche Kalender nach Mund. Unser Kalender beginnt von dem Flucht Mohammed von Mekka nach Medina, dem Prophet Mohammed. Dann, wenn der Mohammed der Flucht von Medina nach Mekka, dann beginnt das Rechenzeit der islamische Kalender. Dann wir in den Administrationen oder überall, das auf arabisch-islamische Kalender und dann christliche Kalender. Es ist 400 Jahre zwischen den christlichen und dem Mohammed. Und die Araber sind um 682 hier in Nordafrika gewandert, um den Islam zu erobern.